Mein Name ist Sven. Ich war ein Ingenieur an Bord des Forschungsschiffs Stellar Horizon. Wir befanden uns auf einer Mission, die Grenzen des bekannten Weltraums zu erkunden. Ein ehrgeiziges Projekt der Menschheit, das tief in den unbekannten Sektor XG-47 führen sollte. Unser Ziel war es, neue Planeten und Rohstoffvorkommen zu entdecken und Technologien zu testen, die die Zukunft der Raumfahrt prägen würden. Doch etwas ging schief. Während eines Routineflugs durch ein erforschtes Sonnensystem wurde unser Schiff von einem schweren Systemausfall getroffen. Navigationssysteme fielen aus, die Energieversorgung versagte und plötzlich wurde alles um uns herum instabil. Wir verloren die Kontrolle über die Stellar Horizon. In einem letzten verzweifelten Versuch, mein Leben zu retten, sprang ich in eine Überlebenskapsel und wurde von der Gravitation eines nahegelegenen Planeten erfasst. Jetzt bin ich hier gestrandet, auf einem fremden, erdähnlichen Planeten. Mein Schiff ist weg. Meine Crew, ich habe keine Ahnung, ob es Überlebende gibt. Alles, was ich besitze, sind die Werkzeuge und Ressourcen in dieser Kapsel. Mein Wissen als Ingenieur und die Hoffnung, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Aber das hier ist kein friedlicher Ort. Die Sensoren der Kapsel haben mich vor unbekannten Bedrohungen gewarnt. Wer oder was auf diesem Planeten lebt, ist mir ein Rätsel. Aber ich werde es herausfinden müssen. Ich werde überleben müssen. Ich muss eine Basis bauen, Vorräte sammeln und Schutz suchen. Dies ist nicht das Ende meiner Reise. Dies ist erst der Anfang. Willkommen zu meinem Abenteuer auf diesem Planeten, wo jede Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten könnte. Lass uns anfangen, unsere Zukunft zu bauen. Und damit herzlich willkommen bei Space Engineers Staffel 3 mit dem Contact Update. Ja, jetzt muss ich mich erstmal hier zurechtfinden. Wir haben eine Batterie. Okay, wir nehmen mal hier direkt das hier und machen mal das Licht weg. Und das hier weg. So. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, hallo, seid ihr auch so gespannt? Neue Blöcke, neue Erze. Das wird richtig, richtig, richtig gut, glaube ich. So, hier erstmal ein paar Dinge wegnehmen. Okay. Das Survival Kit. Okay. Gut, machen wir erstmal. Ach nee, das ist der Generator. Survival. So, erstmal alles hier rein, was wir gerade. Oh. Okay. Gehen wir hier auf die 3. Ja, wie fangen wir hier an, Leute? Wie fangen wir hier an? Ich habe noch gar nicht so viel Plan. Aber das hier sieht nach einem hübschen Plätzchen aus. Warte mal, habe ich... Ja, die Stahlplatten habe ich dabei. So. So, machen wir den hier.
1, 2, 3. Hoch. So. Okay. Dann. Computerträger, das kriegen wir alles noch nicht hin. Das kriegen wir alles noch nicht hin. Ja, und ich sehe hier auch tatsächlich gerade noch nichts. So. So. Hier mal schön alles einsammeln. So. Da fängt's wieder an. Mit viel von Handbohren. Ja, aber ich habe auch mal die Sichtweite mal ein ganzes Stück nach oben gesetzt. Okay. Okay, rennen wir den mal hinterher. Gut. Oh ja, doch, das gefällt mir. Ich glaube, der Standort gefällt mir tatsächlich. So, und dann können wir, glaube ich, hier mal ganz kurz in die Optionen Ton und können die Musik wieder ein bisschen anmachen. Die jetzt auch tatsächlich nur aus war für das Intro. So. Hier, da ist es. Gestein. Produktion. Ja, da können wir noch keine Eisenbarren und so machen, weil wir noch kein Eisen haben. Okay, wir gucken mal, was brauchen wir denn für einen... Was haben wir hier? Survival Kit. Was ist das hier? Einfache Raffinerie. Computer, Motor, Herstellungskomponenten, Stahlplatten.
Okay. Wie sieht's hiermit aus? Ach, das geht hier nicht ran. Okay. Das geht hier nicht ran. Okay, wenn ich ein neues Schiff spawne. Was war das hier? Okay, machen wir mal ganz kurz das Jetpack an. So. Und X. So, was bist du? Du bist ein Erzdetektor. Du bist eine Antenne. Die können wir schon mal wegmachen. So, der hat natürlich noch nicht funktioniert. Der hat mir nichts angezeigt. Ja. Okay, wo kriegen wir hier Dinge raus? Wir nehmen mal dich hier weg. Ein paar Stahlplatten. So. So, was bist du? Du bist der Generator. Du bist ein kleiner Frachtcontainer. Gut, dann gehen wir mal kurz hier ran. Gucken mal hier ins Inventar. Okay, Knarre. Ich kenne da zufällig jemanden, der jemanden kennt, der ein paar gute Sachen im Angebot hat. Richtig gutes Zeug, weißt du? Aber es sieht nicht so aus, als käme ich auch nur in die Nähe dieses Ortes, um auch von diesen Geschäften zu profitieren, profitieren zu können. Also werde ich dir die Information verkaufen, falls du daran interessiert bist. Okay, die GPS-Markierung erstellen wir. Der Parachute Hatch. Gut. Mal auf, wir nehmen das nochmal kurz hier rüber, packen das mal hier in den Small Cargo Container. So. Das geht tatsächlich gar nicht. Aber du gehst hier rein, okay. Stahlrohrträger haben wir noch gar keine. Okay. Gut. Okay, damit haben wir das Ding. Ui. Okay, das passt. So. Okay, da haben wir schon Dinge rausgeschweißt. Wie sieht's hier aus? Okay, das haben wir nicht kaputt gemacht. Sehr gut. Okay, wir gucken mal kurz ins Inventar. Was haben wir alles? Mhm. 7. Hallo? Spiel? Was tust du? Ja, es... Okay. Irgendwas ist gerade nicht identifiziertes Signal. Okay. Gut. So.
Okay. Dann. Okay. So, Dalla. Okay, dann können wir dich hier abflexen. Da sind aber auch keine Träger dran. Okay. Das hier ist schon kaputt. Okay. Hier nehmen wir noch ein paar Stahlplatten mit raus. Okay, machen wir es von der Seite. Da erwischen wir die Batterie nicht. So, da ist noch ein Licht. Es gibt zumindest Herstellungskomponenten. Okay. Gut. Aber müsste das nicht, das Survival Kit, müsste das nicht Gestein auch machen? Bin gerade etwas unschlüssig. Okay, Produktion, nein. Uns 300, okay. Ist an. Spawnpunktname, brauchen wir nicht. Obwohl, doch brauchen wir. Doch, brauchen wir. Machen wir gleich. So. Bedienfeld. Der ist Survival Kit. Absturz. Oh. Absturzstelle. Okay. Nicht teilen. Gucken wir nochmal. Ja, hat er übernommen. Ohrdetektor ist an. Dann können wir den hier schon mal ausschalten. Beziehungsweise mal schalten und gucken mal. Ne, in 600 Meter Reichweite ist nix. Okay. Also schalten wir ihn aus. So. Die Beacon aus. Ohrdetektor aus. Okay. Gut. Jetzt gucken wir nochmal. 7. 24 Träger. Die Motoren kriegen wir. Die interne Panzerung kriegen wir nicht. Ja, die interne Panzerung kriegen wir nicht. Inventory. Ja, die haben wir nicht. Okay, und wie sieht's damit aus? Motoren 10, Computer 10. Motoren 10, Computer 2. So, was ist hier drin? Die Funkbarke. Nochmal einen Computer. Okay.
Okay. Da sind Anzeigen drin und Computer. So. Okay, wie viel sind hier drin? Nochmal eine. Okay, das wird... Okay. Zwei hat keine Computer drin. Fünf. Okay. Hör auf, dann gehen wir jetzt mal nach hier oben. Und schauen mal, ob wir das lauffähig bekommen. So, sechs. Okay. Ja, das klappt nicht. Acht Computer bräuchten wir noch. Okay, wie ist es denn hier mit dem hier? Und auch nochmal vier Computer. Und Träger. Okay. Vielleicht habe ich falsch angefangen. Kann ich das noch retten? Okay, acht Computer. Gucken wir mal. Ich glaube, wir können die Musik ein bisschen lauter machen. Ton? Ja. Okay, so ist gut. Boah. Gibt's ein bisschen Musik auf die Ohren? Also. Hier sind... Okay, hier ist interne Panzerung drin. Den nehmen wir mit. Dann... Was? Nein. Der Konstruktionsplaner ist leer. Was ist denn? Okay, machen wir das hier kurz weg. So. Okay. Dann, du bist die Funkbarke. Das gibt nochmal einen Computer. Du bist ein Zeitschaltblock, noch ein Computer. Ein kleiner Frachtcontainer. Okay, nehmen wir auch mit. Kleine Förderleitung. So. Okay, was bist du? Du bist der H2O2-Generator. Das Survival-Kit bleibt erstmal. So, haben wir jetzt hier erstmal... Ach, den Erdsensor können wir noch. Okay, wir gucken mal. Sensorkomponenten. 30 Dings. Ihr Computer. Okay. Das wären 7 Computer. Und dann müssten wir auch noch das Survival Kit wegmachen.
einen weiteren Computer. Ah, was soll denn das? So. So schön weit immer weggucken, damit man ja nicht die Batterie oder sonstige Dinge anplexen. Davor habe ich nämlich tatsächlich ein bisschen Angst. Denn das wird lange dauern, bis wir da wieder rankommen. Mhm. Ja, okay, da ist kein Computer drin. Es sind nur hier die Computer drin. Okay, wir probieren es mal. Okay. So. Ah, okay, es fehlen genau die zwei Computer. Okay. Ja, das ist natürlich ungemütlich. Nun gut, dann machen wir uns doch nochmal voll. So. Und dann tun wir das jetzt. Oh mein Gott, okay. So. Beziehungsweise nehmen wir es gleich ganz mit, komm. Ah. Ja, komm. Okay. Ah, das werden dunkle und kalte Nächte. Ah, bei dem Musikstück müssen wir noch mal ein bisschen. Wieder runtergehen. Das ist ja richtig laut. So. Okay. Okay. Okay, dann kommt hier schon mal das hier rein und das hier rein. Jetzt gucken wir mal. 7. Okay, es fehlen die Träger. Okay, 24 Träger und noch ein Computer. Ja. Okay, so kriegen wir das nicht hin. Eine Batterie kriege ich auch nicht gesetzt. Okay. Ja, Leute. Da überlegen wir mal, wie wir weiter vorgehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.